Nach einem meiner letzten Videos haben sich unglaublich viele von euch ein kurzes Flick-Tutorial gewünscht. Flick ist eine Plattform oder eine App, die könnt ihr im Web benutzen oder auch auf dem Handy, wo man sich ganz einfach Hashtags raussuchen kann, mit denen man besser rankt. Ich nutze das Tool jetzt seit fast einem Jahr und verzichte auch nicht mehr drauf, trotz dass es relativ teuer ist. Ich glaube, es liegt irgendwo bei 20 Pfund oder 20 Euro im Monat. Aber lasst uns erstmal reinschauen und dann könnt ihr ja selber noch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Es gibt nämlich auch eine 7-Tage-Testphase. Wenn ihr euch bei Flick anmelden solltet, also hier flick.tech, dann könnt ihr euch ganz normal mit eurem Instagram verbinden. Das ist auch wirklich überhaupt kein Problem. Es ist legit und es ist auch geprüft. Und ich, wie gesagt, nutze das auch schon seit über einem Jahr und konnte damit wirklich ganz gute Reichweite aufbauen. Das sehen wir auch gleich. Dann gibt es hier so einen Home-Bereich, auf dem sieht man noch nicht wirklich viel. Links auf der Ecke steht Collection, Analytics, Scheduling und Training und Tipps. Also Training und Tipps bedeutet, ihr könnt euch da einfach mal informieren über dieses Programm. Scheduling bedeutet tatsächlich, ihr könnt darüber euer Instagram planen. Ich nutze das Tool gar nicht, ich benutze es nur für Hashtags. Und bei Hashtags ist es so, wenn ihr hier auf Search geht, dann wird jetzt zum Beispiel, wenn ihr hier irgendwas schon mal eingegeben habt, dann werden euch Zielgruppen Vorschläge gemacht. Das heißt, wenn ich Online-Marketing lernen zum Beispiel eingebe, dann wird mir das hier vorgegeben. Ich könnte also jetzt sagen, okay, ich möchte den Hashtag Online-Marketing lernen haben. Und dann sagt er mir ganz viele ähnliche Hashtags. Und der Riesenvorteil daran ist, er sagt, hier gibt es eine Low Competition, Medium Competition und eine High Competition. Das heißt hier blau, grün und rot. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt auf dem Bildschirm letztendlich sieht. Aber bei den Hashtags hier habe ich hohes Potenzial, in den Top 9 zu ranken. Bei den Medium-Dingern nicht mehr so. Und bei High Competition habe ich wahrscheinlich keine Chance. Bedeutet, unter dem Begriff Online-Marketing lernen, könnte ich mir jetzt ganz viele dieser Hashtags hier rausnehmen und zum Beispiel auf Select All gehen. Dann würde ich all diese Hashtags nehmen. Oder ich klicke hier einfach drauf und habe dann hier unten ein Pop-up mit Hashtag Selected. Das heißt, ich kann mir dann einzeln raussuchen, welche Hashtags ich hier unten reinnehme und kann sie mir später zu einer Collection speichern, zeige ich euch gleich noch, oder einfach kopieren und dann praktisch bei Instagram benutzen. Das Ganze kann man auch noch viel einfacher über die Flick-App benutzen. Ich nutze immer nur die App, ich bin nie am Computer, aber ich wollte euch das jetzt hier einfach mal zeigen, weil ich hier eine schönere Bildschirmaufnahme für euch machen kann. Wenn du dann irgendwann ganz viele Hashtags gefunden hast, die zu dir passen, kannst du die in diesen sogenannten Collections mitspeichern. Und dann gibt es hier einmal Smart und einmal All. All ist das, was du gespeichert hast, also diese Collection. Da habe ich dann zum Beispiel einmal Instagram, einmal selbstständig und einmal Sprüche. Und bei dem Hashtag Instagram sind dann diese hier alle mit drin. Instagram Tipps und Tricks, Social Media Tipps, Zielsetzung etc. Und ihr seht hier Competition Score, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da ranke. Und das zweite ist sogar potenzielle Reichweite, also hier. Potential Reach. Ihr könnt das auch ordnen danach und würdet dann sehen, okay, Hashtag Unternehmer, hohe Competition, aber auch potenziell viel Reichweite. Das hier, instablogger-de, hat kaum Competition, dafür hohe Reichweite. Das ist ein Premium-Hashtag sozusagen. Die sucht ihr. Also wo wenig Competition ist, aber hohes Potenzial für Reichweite. Und dann ist dann auch Zielsetzung hier vielleicht, erreichen. Und so könnt ihr euch eine Collection aus, sagen wir mal, 30 Hashtags zusammensuchen, wo die Competition nicht so hoch ist, wo aber die potenzielle Reichweite extrem hoch ist. Und das ist alleine schon der ganze Grund, warum man Flick nutzen sollte. Dann sagen die hier bei Smart, diese Hashtags hast du hier benutzt, hier bist du gerankt und 7 davon sind Top-Performing. Gehen wir jetzt mal auf die Top-Performer, dann sehen wir zum Beispiel, okay, Zitatenwelt habe ich hier 13 Mal genutzt, 13 Mal bin ich in den Top 9 gerankt und das beste Ranking war Platz 8. Daraus rechnet er für mich aus. Competition ist relativ leicht, dafür potenzielle Reichweite relativ hoch. Das ist schon das ganze Geheimnis von Flick. Ihr wisst genau eigentlich, ob ihr in diesen Hashtags ranken könnt. Und das speziell auf euren Account gemünzt. Das heißt, er vergleicht das jetzt mit Sebiforce. Er guckt rein, wie viele durchschnittliche Likes habe ich, wie viele durchschnittliche Kommentare habe ich etc. Und guckt dann, ob ich hier ziemlich wahrscheinlich ranken kann oder nicht. Und kann mir das einfach so auflösen. Das heißt, ganz am Anfang macht ihr für eure Sachen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Abnehmen habt, sucht ihr euch Hashtags raus von Hand oder ihr nehmt halt hiervon welche und guckt die einzeln durch. Bedeutet hier schlank werden zum Beispiel, kannst du dann reingehen und kannst es dann zu einer Competition machen oder Preview in Instagram oder ich kann das halt irgendwo hier noch mit reinmachen und dann kann ich die einzeln sozusagen
durchgehen und kann dann schauen, wie ich dann letztendlich dort ranken könnte. Und dann seht ihr zum Beispiel hier ja unter Collections wieder, da kann ich ranken. Das zweite geile Feature sind dann die Analytics. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe und sagen wir mal die letzten 180 Tage angucke, dann kann ich mir hier ganz genau angucken, seitdem ich dieses Tool zum Beispiel nutze, wie war meine Follower-Veränderung? Also ich habe hier zum Beispiel 4.500 Follower in den letzten 180 Tagen gewonnen. Wie viele Leute habe ich erreicht? 2,8 Millionen. Wie viele Profilbesucher hatte ich? Wie viele Website-Klicks? Und ich kann auch sehen, wie das hier schwankt. Ihr seht immer mal wieder, hier gab es so irgendwelche Peaks und dann siehst du auch hier zum Beispiel deinen latest Post, kannst aber hier auch auf See All gehen. Dann siehst du das Engagement von all deinen Postings sozusagen. Bei dem war es jetzt so, dass er 737 Likes bekommen hat, 60 Kommentare, eine Engagement Rate von 7,7%, 23 Speicherungen. Das ist extrem wenig, weil es aber auch ein Foto ist und keine Infografik. Wie viel Impressionen, wie viel Reichweite und ob ich irgendwo gerankt bin. Ich ranke bei Fotos nie, das erreiche ich relativ wenig Leute auch mit. Bei anderen Bildern oder Grafiken sieht das dann schon anders aus. Und dann kannst du hier durchgucken, siehst auch hier in dem mittleren Bereich Audience Activity die beste Uhrzeit, wo du am besten posten solltest, so zwischen 8 und 9 und 9 und 10. Das ist bei mir spät abends tatsächlich, ne? Also wirklich, PM heißt ja am Nachmittag, also 8 Uhr abends bis noch später. Und hier steht Total, da sind 30.457 Leute in diesem Zeitraum online von meiner Audience. Und das Ganze ist im Prinzip schon Flick. Ihr könnt hier oben auf Analytics noch unter Content gehen, unter Hashtags und dann könnt ihr euch so ein bisschen durchklicken. Hier siehst du zum Beispiel, das hier waren schlecht performende Hashtags von mir. Die Top-Performer waren das hier. Hier habe ich scheinbar irgendwann mal einen Spruch oder so gepostet, keine Ahnung. Ich habe in 65 von 185 Hashtags gerankt und gibt noch ein paar andere Sachen. Hier ist Spend. Ich war 127.291 Stunden in den Hashtags zu sehen. Mein Average Rank ist Platz 8 und so weiter. Du kannst das also hier wirklich alles durchgucken und bis ins letzte Detail analysieren. Und wenn wir jetzt nochmal bei den Collections gucken und du siehst ja hier, dass du deine eigenen Hashtags so verbessern kannst, dass du immer guckst, wenig Competition, hohes Reichweitenpotenzial und dass du da immer bessere Collections sozusagen für dich baust, dann ist dieses Tool wirklich unglaublich hilfreich dafür, dass du häufiger in den Hashtags gerankt wirst. Und wenn du häufiger in die Hashtags kommst, kommst du auch häufiger in den Explore. Hier gibt es dann halt noch ganz viele Hilfevideos unter Training und Tipps. Und letztlich würde ich behaupten, dass es das auch schon gewesen ist. Hier rechts an der Seite steht dann noch so eine Notification Bar, wann und wie und wo du gerankt worden bist, aber ja, das war Flick. So, das Tool Flick kannst du 7 Tage lang komplett kostenlos nutzen und kannst dir auch mit allen Funktionen diese Hashtag-Collections zusammenstellen. Das heißt, du musst nicht mal unbedingt diese Premium-Version haben, wenn du diese Analytics langfristig nicht haben willst und wenn du nicht immer wieder deine Collections überarbeiten willst. Wenn du dir also einmal so einen richtig guten Hashtag-Blog zusammenstellen möchtest, testest es einfach und kündigst es danach wieder. Wenn du es einfach laufen lässt, 1 Monat Kündigungsfrist, also du bist auch nicht in irgendeiner Abo-Falle, relativ simpel. Also wie gesagt, ich benutze das ja selber, du hast es ja hier gesehen, ich habe eine ganz normale Premium-Version und habe das schon seit Ewigkeiten in Verwendung. Wenn du das auch nutzen oder testen möchtest, klick unter dem Video auf den Link mit Flick und ja, sag mir gerne mal in den Kommentaren, ob du das Tool kennst, ob du es ganz cool findest, ob du es nutzen wirst, ja oder nein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, haut rein, bis dann, euer Sebi Force. Ciao.